Hallo, ich möchte halt eben heute mal eben mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Jerry Eus von Asia Food Cooking und ich werde nämlich für Asia Foodland werde ich nämlich heute mal eben ein wunderschönes, aber ganz einfaches Gericht machen. Das kann jeder halt eben blind fast nachmachen. Okay? Gut, ich habe einige Teile habe ich schon vorbereitet. Trotzdem muss ich halt eben noch schnibbeln. Aber ich stelle erst mal vor, was wir halt eben machen möchten. Wir machen nämlich Orange Chicken oder Hühnchen in Orangensaft. So, ich stelle mal eben vor, was wir nämlich haben müssen. Ich habe schon ein klein bisschen vorbereitet. Und zwar ist das meine Hühnchen. Die habe ich nämlich in Würfel geschnitten. Dann dafür brauche ich nämlich dann die Schale von einem Orangen. Dann habe ich die Saft davon. Ich brauche etwas Palmzucker und Palmzucker wird von mir gleich mit diesem Mörser wird es gleich halt eben klein gemacht. Ich brauche etwas Wasser für die Soße. Dann habe ich hier etwas Maisstärke, dann Sojasauce, Limettensaft, eine Mischung aus Knoblauch und halt eben Ingwer, Reisessig, Salz, natürlich Mehl, das darf in dieser Küche gar nicht fehlen, schwarze Pfeffer und etwas Eier. So, das sind die Ingredienten für das Gericht, aber das Einzige, was ich noch machen muss, ist, muss neben meinen Frühlingszwiebeln, muss ich noch halt eben schnibbeln. Und das werde ich dann jetzt erstmal machen. So, ich mache das halt eben in kleine Ringe. Und ich brauche natürlich nicht allzu viel. Ich gehe von das Weiße ins Grüne. Und ich werde das später halt eben als Deko und auch als ein Teil von mein Gericht werde ich das halt eben fertig machen. So, mehr brauche ich nicht. So, das werde ich dann halt eben entsorgen. So, wenn ich das hier habe, lasse ich das eben links von mir liegen. Und ich mache eben hier drin mache ich nämlich eben mein Ei. Und in mein Ei tue ich dann etwas Salz. Und ich mache eben von hier eben ein gucken, ob ich genügend habe für meine Menge an Fleisch. Ich glaube es nicht, also machen wir noch mal ein klein bisschen noch etwas dazu. Und auch das wird halt eben noch geschlagen. So, da haben wir nämlich unseren Uhu, sagen wir mal so flapsig. Dann tun wir nämlich etwas Mehl hier rein. Etwas Pfeffer. Viele Leute, die machen nämlich auch Chili rein, aber wir machen das halt eben dieses Gericht so, dass es nicht mit Chili gemacht wird. Also ist es von allen Leuten, ist es nämlich dann halt eben essbar sozusagen, auch für kleine Kinder. So, wir machen halt eben das durcheinander, damit mein Salz und mein Pfeffer überall gleich durchkommt. So, wenn wir das haben, mache ich eben meine Hitze etwas höher von meinem Öl zum Frittieren. Ich muss es ungefähr so bei 180 Grad haben. Nicht höher, denn sonst ist außen schwarz und innen ist es noch gar nicht gar. So. Ich tue meine Hühnchenteile hier rein. Und mache etwas Eigelb daran.
und wir tun das halt in den Mehl rein. Später wird die nämlich in meinen Rezeptur lesen können, für welche Mengen wir das haben wollen. Und normalerweise sind meine Rezepten so für 2 bis 4 Personen ausgestellt. Und dann können wir nämlich davon ausgehen, dass wir, wollen wir mehr haben, dann müsst ihr das multiplizieren. Gut, so, jetzt haben wir nämlich das ein bisschen heiß und ihr seht schon, dass mein Hähnchenfleisch schon anfängt zu brutzeln. So, ich gehe noch eben rein, damit die Teilchen nicht aneinander kleben. Nach meinem Rest mache ich noch mal eben fertig. Etwas mehr Salz, etwas mehr Pfeffer. Noch mal eben durchrühren. Und wenn meine Hähnchen in meinem Öl, das ist nämlich Sojaöl, was ich hier benutze, mein Sojaöl kann ich wunderschön erhitzen, sogar bis 250 Grad. Und das ist eine herrliche Sache. Also ich brauche keine Angst haben, dass mein Öl sozusagen irgendwie verbrennt. So, ich gehe nochmal eben kurz rein. So, meine Hühnerteilchen, die werden schon ein klein bisschen braun. Sorgt dafür, dass eure Hühnchenteile so trocken wie möglich sind, denn Öl und Wasser, das sind zwei nette Feinde, und dann fängt es an zu spritzen. So. Ich muss gleich meine Hühnchenteile, die muss ich nämlich da rausfischen und dann eben abtrocknen lassen. Und das tue ich dann eben auf Küchenkrepp. Und ihr seht schön, dass meine Farbe schon anfängt. So, dann tun wir den Rest noch mal eben rein. Und wenn ihr alles nämlich schon vorgeschnibbelt habt und schon vorbereitet habt, dann könnt ihr nämlich das ganze Gericht ungefähr in einer halben Stunde fertig haben. Also so schnell ist das Gericht fertig. Nehme ich meine zweite Charge eben noch goldbraun kriegen. Und wir werden halt eben gucken, wie das dann halt eben aussieht. So, ich mache das nochmal ein bisschen kleiner,
meine Frühlingszwiebeln. Denn ich brauche ein klein bisschen von meiner Frühlingszwiebeln Saft. So. Und dann verschwindet das in meinem Backofen, und zwar nur um warm zu halten. Ich lasse es ungefähr auf so 100 Grad, lasse ich das warm halten. Gut, das haben wir dann schon gemacht. Und wir machen jetzt nämlich mal die Soße für die Orange Chicken. Also das tun wir nämlich mal hier da drin. Ihr könnt zu Hause natürlich auch ein kleineren Töpfchen nehmen, aber das ist etwas deutlicher sichtbar. Wir nehmen hier ungefähr 1,5 Tassen Wasser. Ich schmeiß mal eben wieder das an, damit es warm wird, weil im warmen Wasser kann ich nämlich wunderschön mein Zucker, und zwar das ist Palmzucker, klein machen. Und Palmzucker, für diejenigen, die das zu Hause nicht wissen, was das ist Zucker aus einer Palmblüte. Und es ist nicht so süß wie unser deutschen Zucker, aber dafür karamellig. Es hat nur 70% Süßkraft. So, dann tue ich nämlich hier rein. Ausgepresste Saft von mindestens eine Orange und dann etwas von meinem Limette oder Zitrone, je nachdem was ich dann im Hause habe, und ich tue nämlich einen Teelöffel Ingwer und einen Teelöffel Knobi rein, und ich rühre das mal eben kurz durcheinander. Dann wird etwas Sojasauce reingetan und mein Zucker kommt rein. Ich habe noch ein Stückchen vergessen. Und was sehr wichtig ist, mein Reisessig. Wir müssen später das abschmecken, weil es könnte sein, dass mein Reisessig ein bisschen zu bissig geworden ist. Und das Bissige, das muss dann rausgeholt werden durch etwas Zucker. Aber ich darf nicht vergessen, dass ich noch die Schale habe. So, die Schale, die schneiden wir nämlich mal eben kurz in ganz dünne, feine, lange Streifen. Und manche nennen das Juliennen. Und jetzt wird es nämlich mal klein gehackt. Ich tue das auch hier rein.
Und weil wir so viel Hühnchenfleisch haben, machen wir noch mal ein Stückchen rein. Und damit das etwas intensiver schmeckt. Das kann man nämlich in den Mörser noch etwas feiner machen. So. Und jetzt gebe ich mal wieder ein bisschen Gas. Auch hier gebe ich noch etwas Salz. Und ich muss mal eben kurz abschmecken. Njam, 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 njam. Und dann tue ich nämlich meine Frühlingszwiebeln hier rein. Und lasse die eben kurz mitkochen. So, weil meine Flüssigkeit noch ein bisschen zu dünn ist, muss ich es ein klein bisschen einstärken. Also tue ich das nämlich mit Maisstärke. Maisstärke hat den Vorteil, dass es dann nicht klumpt. Also ich nehme wieder ein bisschen Wasser und ich gebe ungefähr 1,5 Esslöffel Maisstärke rein. Und ich rühre das mal eben kräftig durch. Und ich muss eben gucken, ob meine Menge an Maisstärke genügend ist. Und man sieht es schon, es wird etwas dicker. Und wir machen noch mal eben eine kleine Kostprobe. Njam, njam, njam. Gut, so. Wir werden dann gleich eben das Hühnchen, das wir warm gehalten haben, hier rausholen. Kleinen Trick. Das schmeißen wir weg. So. Dann machen wir noch etwas Deko da dran.
Und so sieht das Gericht dann später aus. Ich kann noch ein Schälchen mit Reis dazu tun, damit es halt eben nochmal schön aussieht. So, jetzt haben wir nämlich das da und ich wünsche euch alle zu Hause nochmal ein wunderschönes Nachkochen und habt Spaß, wenn ihr nämlich das vorbereitet und schnibbelt. Vielen Dank!